Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal eine besondere Art von Grillkohle zeigen. Habe ich mir gekauft und verspricht Ready to Barbecue in einer Minute. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Grillkohle aus Kokosnuss oder Kokospalme. Und hier hinten gibt es auch in diversen Sprachen die Anleitung, wie das zu benutzen ist. Also steht einmal nach dem Auspacken in der Mitte nach innen gewölbte Seite anzünden, 2 bis 4 Sekunden warten bis zur Funkenbildung und dann kann man das Brikett einfach schon auf den Grillrost legen und nach dieser Skizze, die auch da dabei ist, sollte das dann innerhalb von einer Minute fertig sein, um grillen zu können und sollte dann noch insgesamt 40 Minuten anhalten. Bin ich gespannt, werde ich hier mit meinem kleinen Mini-Camping-Grill mal ausprobieren und jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich werde das mal auspacken. Okay, großes rundes Brikett. Dürfte anscheinend egal sein, ob Ober- oder Unterseite. Ich werde das mal hier in meinen Mini-Grill hinein. Der ist, wie ihr seht, noch unbenutzt. Den werde ich heute mal zu diesem Zweck testen. So, und jetzt ist er gestanden, 2 bis 4 Sekunden einfach hier oben anheizen, so wie ich das verstanden habe. So, ich lasse das mal ein bisschen länger. Na, das schaut noch recht dürftig aus, da tut sich nichts. Probier mal die andere Seite. Also nur mit Feuerzeugflamme bin ich etwas skeptisch, dass das von selbst anfängt zu brennen. Tut es auch nicht wirklich. Also werde ich mal einen Anzünder drauflegen und das mit Anzünder probieren. So, ich habe mir hier mal einen Grillanzünder geholt und werde den jetzt mittig da oben drauflegen einfach. Geht heute ein bisschen der Wind. Ja, schauen wir mal, ob das mit dem Anzünder dann funktioniert, dass dieses Kohleteil anbrennt. Ich werde das mal da oben drauf platzieren und mal schauen, ob das dann so mal zündet. Ja, wie ihr seht, nachdem ich den Anzünder nach unten gelegt habe, tut sich da jetzt auch was. Das ist jetzt recht schnell gegangen. Jetzt knistert es auch ziemlich und beginnt da so in der Art durchzuglühen, die Kohle. Und das ist ja auch da auf der Anleitung gestanden, wenn ich euch das nochmal zeige. 2 bis 4 Sekunden warten bis zur Funkenbildung. Naja, das mit der Funkenbildung hat jetzt nur mit dem Feuerzeug nicht so funktioniert. Aber mit dem Grillanzünder drunter tut sich da jetzt einiges und wie ihr seht da im Detail, da glüht es jetzt durch nach der Reihe, die Kohle wird jetzt weiß und es beginnt sich auch Hitze zu entwickeln. Ja, und das Ganze dauert jetzt naja, schon rund eine Minute, seitdem das zu knistern angefangen hat. Also ja, jetzt wird es auch richtig heiß. Also jetzt sollte es gleich durchgeglüht sein, bis nach außen. Und dann werde ich mal schauen, ob das wirklich schon genug Hitze hat, innerhalb einer Minute, dass man da zu grillen beginnen kann. Ja, und ihr seht, jetzt wirklich binnen 1,5 Minuten. Also die eine Minute hält nicht ganz, aber jetzt innerhalb von 1,5. Knappe 2 Minuten habe ich jetzt, seitdem es da so richtig zu rauchen und knistern begonnen hat. Jetzt ist das wirklich schön durchgeglüht. Hat auch aufgehört zu rauchen.
Naja, macht schon. Macht schon eine gute Hitze. Es ist noch kompakt und stabil, also zerfällt nicht und glüht ordentlich. Und werde ich jetzt mal Fleisch auflegen. So, wie ihr seht, Fleisch und Würstel sind frisch aufgelegt. Beim Fleisch bin ich etwas skeptisch, da das doch dicker ist. Weiß ich nicht, ob das genug Hitze macht. Es ist auf jeden Fall ziemlich heiß. Ja, wie ihr seht, da tut sich jetzt nach ein paar Minuten dann doch schon einiges. Ich drehe das Fleisch mal um. So, also es funktioniert durchaus, es hat genug Hitze. Ja, schau, schon schön braun geworden. So, muss man dann bei den Bratwürsteln. Ah ja, muss man durchaus ein bisschen aufpassen. Das geht jetzt doch recht flink. Ja. Fast schon für die Würstel zu heiß. So nach dem Motto, außen verbrannt und innen kalt. Nein, aber funktioniert. Funktioniert ganz gut eigentlich. Also mein Fazit zum Quick Grill. Ready to barbecue in einer Minute. Naja, nicht ganz, aber grundsätzlich eigentlich nicht schlecht. Man braucht nicht warten, bis da der ganze Griller mit zig Kohlestücken oder Kohlebriketts durch ist, sondern das geht eigentlich wirklich schnell. Man braucht halt einen Anzünder, aber den braucht man sowieso. Und mit dem Anzünder wird das Teil dann auch wirklich schnell heiß. Und man kann da auch super dann eigentlich nach der Arbeit schnell, wenn man heimkommt, anzünden, Fleisch drauf und es geht eigentlich gleich los. Wie gesagt, für zwei Personen sicher eine Option, wenn man so einen Mini-Grill hat, wo die Hitze auch schön gesammelt wird, ist das Teil ganz praktisch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ja, vielleicht gibt es ja wieder mal was für den Grill zum Probieren, wo ich euch dann Infos und Tipps dazu geben kann. Ciao!